Wir nehmen uns am Anfang die Zeit, Geist und Körper zusammenzuführen im gegenwärtigen Moment. Erleben die Empfindung des Atems, setzen unsere Alltagsdurcheinander-Gedanken einmal bewusst mit dieser Atemempfindung, die unsere Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment verankert sein lässt. Jetzt mit der Metta-Meditation beginnen. Vielleicht wieder einmal heilsam, uns daran zu erinnern, dass es hier um keine Hochleistungsmeditation geht, in der wir uns oder anderen etwas beweisen müssen. Das Wichtigste in dieser Meditation die Absicht ist, respektvoll, wohlwollend auf Wesen zuzugehen, die Bereitschaft, uns mit freundlichen Gesinnung Wesen zuzuwenden, eigentlich viel wichtiger als die eine oder andere Meditations-Spezialerfahrung. So können wir ganz entspannt mit der Meditation beginnen, wenn wir zuerst uns selbst zuwenden,
diesen Menschen, der jetzt hier sitzt und meditiert, Metta zu entfalten beginnt, so gut das eben möglich ist. Wie fühlt sich das an? Wenn wir zu uns selbst sagen, das auch meinen, nehme dich an, will, dass es dir gut geht.
Können wir jetzt an ein Wesen denken, das uns sympathisch, liebenswert erscheint, dem wir von Haus aus eine positive Beziehung haben? Diese positive Beziehung uns dabei helfen kann, die Meta-Absicht weiter zu erschließen, diesem uns lieben Wesen das ganz natürlich Metta auch zum Ausdruck zu bringen. Ich nehme dich an, will, dass es dir gut geht.
Als nächstes denken wir an eine neutrale Person, die uns normalerweise, ehrlich gesagt, recht egal ist, wo wir nie dran denken, dass das auch ein fühlendes Wesen ist, wie wir selbst oder unsere liebsten Menschen. Versuchen uns jetzt aber ganz bewusst diesem Wesen zuzuwenden. Zu entdecken, wie schön und berührend das sein kann. Verständnis und Wohlwollen zu empfinden. Ein Wesen, das nicht unseren üblichen Konditionierungen sympathisch vorkommt oder vertraut. Nehme dich an, dass es dir gut geht.
wenn wir erleben, dass der Geist tatsächlich fähig ist, diese schöne und heilsame Einstellung auch zu einer nicht so wichtigen, neutralen Person zu empfinden, können wir diese Inspiration verwenden, um uns auch einer Person zuzuwenden, die uns normalerweise schwierig, unsympathisch, nicht liebenswert erscheint. Können diese unsichtbare Grenze überschreiten, die wir vielleicht zwischen uns und der Person gezogen haben. Das bewusst machen, dass ein Wesen ist wie wir, ist mal besser, mal schlechter mit den sansarischen Gegebenheiten zurechtkommt. Wesen, das auf der Suche nach Wohlbefinden ist, dem gleichen Gefühl von Anrecht auf Glück, wie wir es selbst für uns haben. Finden wir in uns selbst die Größe, von Herzen zu sagen und zu meinen, ich nehme dich an, will, dass es dir gut geht.
Zum Abschluss können wir noch ganz über eine oder andere Person hinausgehen. So Metta. Auf alle Wesen beziehen. Die Wesen, mögen wir sie kennen oder nicht, mögen sie in unserer Nähe oder ganz weit weg leben. Alle können wir beschenken durch diese liebevolle Haltung, mit der wir ihnen begegnen. Gleichzeitig machen wir uns selbst das Geschenk der Geistesbefreiung durch Schönheit. Ja, dann noch einen schönen Abend.